Hallo Borgheide, hallo Welt, ja, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer hier bei Borgheide News TV. Es ist kalt in Deutschland und es ist natürlich auch kalt in Borgheide, so richtig kalt, aber dafür kann Matze noch was sagen dazu. Erstmal nur so viel, ja, die Woche haben sich am Mittwoch bei uns hier in Borgheide Brandenburgs Finanzminister Christian Görke getroffen, und zwar 3 Stunden lang mit dem Verwaltungschef aus den 5 Fleming-Kommunen. Die forderten mehr Mitsprache und Anhörungsmöglichkeiten zur künftigen Finanzausstattung in ihren Städten und Gemeinden. Und das ist eigentlich auch nur richtig, denn wir sehen ja selber, wo es hier überall hängt. Jo, dann können wir noch einen Termin mitteilen, und zwar am 26.01., das ist der kommende Samstag, sitzt der Bürgermeister wieder in seinem Büro und hat Bürgermeistersprechstunde. Das ist natürlich bei uns am Kirchanger von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr am kommenden Samstag. So viel mehr war bei dem Wetter natürlich gar nicht los, denn da bleiben ja doch alle mehr drin als draußen. Aber etwas schon, wer friert, macht Sport. So haben sich das die Jungs vom BSV gedacht und haben teilgenommen am Hallenturnier des FC Blau-Weiß-Redel. Der BSV 90 belegte dabei einen guten 3. Platz. Das war am vergangenen Samstag. Dort hat die Mannschaft erstmals wieder an einem Hallenturnier teilgenommen. Insgesamt nahmen 10 Mannschaften teil. Und der BSV 90 hat es dabei in der Vorrunde mit dem Gastgeber FC Blau-Weiß-Redel zu tun, 0-0. Und der SV 71 Busendorf war dran, 0-0. Und Fortuna Babelsberg 2-1. Und die Sportgruppe Borussia Belzig-Wiesenburg 2-0. In der Gruppe wurde dank des besseren Torverhältnisses der SV 71 Busendorf vor dem BSV 90 Gruppensieger. Im Halbfinale hatten wir es dann mit dem BSC Südbrandenburg 2 zu tun. In einer ausgeglichenen Partie, welche in der regulären Spielzeit 1-1 ausging, hatten die Brandenburger im 7-Meter-Schießen das bessere Ende für sich. Im kleinen Finale trafen die Jungs erneut auf den SV 71 Busendorf. Auch hier musste das 7-Meter-Schießen die Entscheidung bringen, nachdem es 2-2 nach der regulären Spielzeit hieß. Diesmal behielten unsere Jungs die Nerven und gewannen 5-4, was gleichzeitig der 3. Platz war. Tor stand diesmal der guthaltende Jan Freimark. Als Feldspieler waren Sebastian Klock, Lukas Rüth, Fabienne Libouchet, Max Schmeling, Maximilian Gernhardt, Steve Krüger, Marvin Schenke, Tim Exner, Fabius Hönichen und Mario Brückmann dabei. So, dann kommt am nächsten Samstag schon das nächste Spiel, und zwar Allianz Schade und Schade Cup des SV 71 Busendorf. So, da ist es endlich wieder zu weit, und wie gesagt, am 26.01. um 14 Uhr lädt der SV 71 Busendorf zum Budenzauber. Die Herrenmannschaften vom SSV, FSV Eintracht Lindo, ESV Lok Sedin, Juventus Crew Alpha, Werderaner FC Victoria 3, SK Gelto FC Blau-Weiß Stücken, Borgheider SV 90, gemeinsam mit dem SV 71 Busendorf natürlich in spannenden Duellen um den Allianz Schade und Schade Cup. So, das Turnier findet in der Halle der Diesterweg Grundschule in Beelitz statt. Die Busendorfer freuen sich darauf, dass das Turnier durch ihren Freund Detlef Weber Hermenau fachlich medizinisch betreut wird, und weisen darauf hin, dass er allen Sportfreunden an diesem Tag zur Unterstützung bereitstehen wird. Für Verpflegung wird gesorgt, sodass es keine Ausreden gibt, dieses Turnier zu verpassen. Am Samstag um 14 Uhr in der Diesterweg Grundschule in Beelitz. So, das war es noch nicht mit dem Sport gewesen. Jetzt kommt noch Dart, und zwar Dart in der Gaststätte am Waldbad. Da war aber richtig was los am Samstag wieder. 15 Spieler hatten sich dort wieder um die Dartbretter geschart und wollten die Pfeile werfen. Die Stimmung war super gewesen, aber 15, da geht es doch wieder an die Grenze. Viel mehr passen da schon fast gar nicht mehr rein. Den 3. Platz erkämpfte sich tapfer der Enrico, den 2. Platz holte sich Thomas und den 1. Platz holte sich der Bodo. Ich denke, das wird weiter fortgeführt, und die nächste
nächsten Termine, in den nächsten Monaten stehen bestimmt bald fest. Jo, das war es erstmal soweit hier aus Borkheide. Jetzt fehlt uns nur noch der Matze mit seinem Wetter und hoffentlich kann der uns mal 3-4 Schneeflocken servieren. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Kommen wir schnell zum Wetter. Das Wetter sollte heute Morgen mit einem schönen Blutmond beginnen und es war auch in Köln und Umgebung wahrscheinlich sehr gut zu sehen, dieses Phänomen am Himmel, aber leider bei uns aufgrund des Hochnebels und dieser Diesigkeit leider keine Chance, heute Morgen etwas zu filmen. Wie gesagt, das hier war eher gestern Abend. Ich hätte jetzt noch einfärben können, aber das bringt ja auch bloß nichts. Nächster Punkt, es wird kalt, deswegen Zeit, die Vögel hier zu füttern, auch draußen. Was man auch mittlerweile schon das ganze Jahr machen kann. Insekten gibt es immer weniger. Da müssen wir denen schon ein bisschen auf die Sprünge helfen. Denn tagsüber kaum über 0 Grad in dieser Woche und des Nachtens bis hin zu minus 7 Grad. Ja, Niederschläge haben wir kaum die Woche, könnte aber schon in der nächsten Woche wieder passieren. Dann aber auch vermutlich mit einer Temperatursteigerung wieder. Und wenn man jetzt so auf die Gedanken kommt, Mensch, jetzt ist es gefroren, dann könnte man ja doch im Waldbad wieder mal die Schlittschuhe über das Eis gleiten lassen. Leider noch nicht. Erstens, das Eis ist zu dünn und sehr gefährlich im Moment. Und das Zweite ist, wenn es wieder wärmer wird, verhagelt uns die Laune zum Schlittschuhfahren natürlich auch wieder, da das Eis wieder schwinden wird. Wir werden sehen, vielleicht klappt es nochmal, vielleicht kommen nochmal ein paar frostige Nächte. Dann brauchen wir aber auch gut 2 Wochen mit minus 10 Grad, dass wir da 15, 16 cm, besser noch 18 als Eisdecke bekommen, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, so viel von hier. Ich wünsche eine schöne Woche. Lasst euch nicht kalt werden. Tschüss. Tja, also mit dem Schnee werden wir wohl doch noch ein bisschen warten müssen. Wir werden sehen, vielleicht klappt es ja doch noch mal in diesem Jahr. Das war es jetzt erstmal hier gewesen bei Borkheide News TV. Wie immer hier euer Lutze. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Und tschüss.